Könntest du dich ein bisschen beeilen? Gern, wenn du mir sagst, wogegen wir eigentlich kämpfen. Gegen unsere Schwester. Das stimmt so nicht. Also gut, fangen wir nochmal von vorne an. Hey, was passiert als erstes? Ich bin angegriffen worden. Und davor? Davor war das Erdbeben, deswegen ist der Mann ja gekommen, um im Keller nach dem Leck zu sehen. Genau, und bevor Professor Whittlesey Josh gewirkt hat, hat sie sich das Haus angesehen und sie war auch im Keller. Kannst du nicht mal stehen bleiben? Wir wissen, dass Phoebe auch im Keller gewesen ist. Sie war die ganzen Jahre nicht unten. Nein, Piper, das war doch nur eine Geschichte. Ich weiß nicht. Wir hatten es schon mit allen möglichen Monstern und Dämonen zu tun. Wie können wir da ganz sicher sein, dass Phoebes Kindheitsmonster auf keinen Fall real ist? Der schwarze Mann soll bei uns im Keller sein? Phoebe war sicher, dass da unten was war. Und deswegen hat Grandma uns die Geschichte erzählt, wie er in Schach gehalten wird. Und ich meine, damals war auch ein Erdbeben. Was, wenn er dadurch rauskommt? Aber das ist es. Wir haben am falschen Ort gesucht. Nicht im Buch der Schatten steht, wie wir den Dämon besiegen können, sondern irgendwo in Grandmas Geschichte. Du denkst, irgendwo in der Geschichte ist ein Zauber? Also, wenn der schwarze Mann wirklich real ist, dann wäre die Frage, wie ging die Geschichte? Irgendwas mit, Grandma hat den schwarzen Mann besiegt und... Ist das alles? Mehr weißt du nicht mehr? Wieso ich? Was ist da mit dir, hä? Naja, sie hat einen Spruch aufgesagt und dann ist er verschwunden. Nur wie war der? Wenn wir den Spruch nicht bald rauskriegen, nützt er uns nichts mehr. Dann wird er zum...